Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Im Prinzip ist der Roman Q ein Agenten-Thriller im Mittelalter. Es gibt den Erzähler, der die ganzen Kämpfe, die in der Zeit stattgefunden hat, begleitet, auch aktiv an denen teilnimmt. Und der wird die ganze Zeit begleitet von seinem großen Gegenspieler. Ich war noch nicht in Wittenberg, als Luther seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an das Nordportal der Schlosskirche schlug. Aber bald danach. Es fängt in Wittenberg an, geht über Thomas Münzer und die Bauernkriege zu den Wiedertäufern. Nach Münster, zu den alternativ lebenden Freaks in Antwerpen und schließlich zum Kampf gegen die katholische Inquisition. Dieser Kuh, er ist einer meiner Besten. Ich wäre froh, alle meine Kundschafter hätten seinen Ehrgeiz. Kuh ist ein Spion der Inquisition und der ist als quasi Geheimagent im Europa des 16. Jahrhunderts aktiv, wird dort durch die Gegend geschickt, um die Kämpfe, die gegen die Inquisition stattfinden, gegen die katholische Kirche, um die zu sabotieren, zu manipulieren und eigentlich zu zerstören. Kann auch ein echter Freund gewesen sein, der sich irrte, wie ihr euch geirrt habt. Ja, ich weiß, aber dieser Brief, der war voller falscher Nachrichten. Münzer führte uns nicht aus Leichtsinn nach Frankenhausen. Er war falsch unterrichtet. Es ist insofern ein gutes Werk für alle, die meinen, gegen die Offizielle müsse eine Geschichte der Verlierer und der Subkultur geschrieben werden. Für mich kam es so vor wie so eine Art Gegengeschichtsschreibung, die da stattfindet. Also es wird eben nicht aus der Sicht der Sieger, aus der Sicht der Inquisition eigentlich geschrieben, sondern aus der Sicht derer, die an diesen Kämpfen beteiligt waren, an den Bauernaufständen, an der Kommune in Münster und die diese Kämpfe verloren haben. Wir aber werden es verwirklichen. Omnia sunt communia. Alles gehört allen. Das Ganze mit einer angemessenen Portion Trauer um die Opfer der Niederlagen, mit einem euphorischen Behandeln der Stunden der Triumphe und mit einer guten Portion Slapstick und Kriminalroman. Jetzt schwinge ich den Eimer. Ich schwinge ihn, lasse ihn kreisen. Der Eimer nimmt Fahrt auf. So, und jetzt trifft einen Rücken, er trifft Köpfe. Er schwingt immer weiter, er schwingt immer weiter. Ich habe gehört, die Katholiken haben Anweisungen erhalten, Kränze an ihren Türen anzubringen. Eine gute szenische Lesung braucht den Mut und das Können von Schauspielern, so zu tun, als wüsste man schon ganz genau, wie die Inszenierung aussehen würde, wenn man 8 Wochen Probenzeit hätte. Im Stillen bereiten wir die Wiederkehr des Herrn vor, in Demut. Der jüngste Tag, er ist nah. Aber die Stunde ist jetzt gekommen, jetzt! Jetzt ruft Christus uns, damit wir uns regen. Nicht morgen, nicht im nächsten Jahr, jetzt! Ja, aber das würde im Bürgerkrieg enden. Bruder Gerd, bitte, wenigstens du sprichst zu diesem Wahnsinnigen. Es ist die irdische Verzweiflung, die aus ihm spricht. Das Reizvolle, was da in dem Roman und in der Lesung passiert, dass eben man eine andere Sichtweise auf Geschichte, wie Geschichte funktioniert, erlebt oder im besten Fall durch uns erlebbar gemacht wird. Und woher kommst du, Gerrit? Ich komme aus dem Brunnen.